Franz Meerstonck. Günther Willers und ihre Maschine. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Vorschlag, wer den Rest der Strecke fahren soll? Witzbold. 650 Kilometer in Spanien. So viel wie 1000 in Deutschland. Ey, sei nicht so wehleidig. Dafür habe ich die ganze Nacht die Berge für dich abgerissen. Dafür kommt jetzt der Staub und die Hitze. Nein, jetzt kommt der Schinken. Der zarteste von ganz Europa. Du hättest dein Gebiss im Auto lassen können. Hola, buenos días. Por favor, dos aguas minerales sin gas, dos café con leche. Y dos raciones jamón de jabugo, por favor. Gracias, señor. Ich denke, du kannst kein Spanisch. Ich kann Spanisch. Es muss sich nur um was Wichtiges handeln. Sag mal, weißt du, was hier dein Schinken kostet? Das sind ja, umgerechnet sind das ja 18 Mark die Portion. Da lachen wir doch drüber. Bei der Prämie, die wir diesmal kriegen. Aber da siehst du mal, was die Chemie für eine Kohle macht. Macht dabei auch immer mehr Fische tot. Jetzt kommt erstmal das tote Schwein. Yes. Creo que le han dado un golpe a su camión. Hat jemand unser Auto angefahren? Hey Mann, kannst du nicht aufpassen? Hombre! Das hätte man ins Auge gehen können. Es que se me han estropeado los frenos. Bremsen von dieser Schrottmühle sind im Einsatz. Y esta vez han corrido con suerte, la verdad, ¿eh? Tú también, amigo. Sí, pero hast auch Glück gehabt. Was hat er gesagt? Ach, nix. So, der labert doch die ganze Zeit. Augenblick, mein Kollege. Véalo usted. Ahí se ven que no tiene más que unas cuantas pequeñas abolladuras. No tiene por qué usted cogerme. Der Tank hat nichts abgekriegt, weißt? Tanque no le ha pasado nada. Tanco no se dice. Tanque, tanque. Minus 20 Grad, alles in Ordnung. Ey, bueno, que llevan ahí que tanto se preocupan, ¿eh? Dígame. Die Polizei können wir doch verzichten, ne? Kostet doch bloß Zeit, der Kumpel hat doch kein Geld. Nee, nee. Der Schaden bewegt sich innerhalb meiner Schmerzgrenze. Adios, amigo. Und lass mal deine Bremse, ne? Komm, Günther, wir gehen jetzt für 36 Mark Schinken abessen. Und du fahr anständig da raus. Wir beobachten das von drin. Sí, bueno, adios. Gracias, gracias, eh? Adios. Bloß noch. Vielleicht hat das Kühlsystem doch was abgekriegt. Na, fahren wir erstmal durch, wa? Die Zivier flippen glatt aus, wenn das Zeug nicht rechtzeitig da ist. Wie kann man bloß eine ganze Produktion von Kunststoff versauen? Eine ganze Produktionsstraße, doch. So was kann schnell passieren. Das ist wie beim Kochen zu Hause in der Küche. Wenn du da Olivenöl verwechselst mit Rizinusöl, dann hast du den Salat. Heute. Bei dieser Hightech-Chemie geht es um Gramm und Milligramm. Ein Löffel voll zu viel von irgendwas reingerührt und der ganze Mist wird ja hart wie Beton. Er hat mir gesagt, dass der Mischer kaputt war. Bis die es gemerkt haben, ist das ganze Zeug auf der Produktionsstraße dick geworden. Ach nee. Und wir können jetzt wie die Wilden da hochrasen und das Zeug abliefern. Dieses Polu. Wie heißt es noch? Toluilendi Sizianat. Du kannst mir viel erzählen, Mensch. Der Misch liegt da irgendwo.
Gespräch. Toluyl. Toluylendiisycyanat. Tatsächlich. Wie lange hast du gebraucht, um das auswendig zu lernen? So ganz einfach. Toluylendiisycyanat. Naja, ich hatte mal eine finnische Freundin, die hieß so ähnlich. Die hieß Toluylen. Brauchte nur noch die Isycyanat dran zu hängen. Außerdem weiß ich gar nicht, was ich für ein Zeug durch die Gegend fahre. Dann kann ich aber ruhig eine Runde schlafen, wenn wenigstens einer von uns beiden weiß, was wir da hinten drauf haben. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nur, wie es heißt. Ey, das gibt's doch nicht. Bloß noch minus 16, du. Das war's voll, Franz. Also gut, dann halt an. Wenn ich mal ein bisschen schlafen will. Gespannt. Irgendwo muss der Kühlsaft auch weggehen. Hier ist jedenfalls nichts. Aber hier ist was. Na, wo? Auf der anderen Seite musst du mal rüberkommen. Aha. Was heißt aha? Hat uns der Typ doch was kaputt gemacht. Oh, mal sehen. Aber da ist ja ein Riss, da kommt doch was raus. Was meinst du denn das? Kriegen wir doch irgendwie dicht, ne? Ja, aber mit dem Dichtband schaffen wir es nie, das hält ja nicht. Hier hast du erstmal ein bisschen Schmirgelpapier. Ey, die Dichtpaste, Franz, weißt du, von der Marokko-Tour. Gib die mal. Meinst du, was ich hier habe? Diese Paste hält in alle Ewigkeit. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja, die hatten die Amerikaner schon oben im Weltall. Haben sie ihre Rakete mitgeklebt. Welche Rakete? Na, die Challenger, du weißt schon. Boah, die. Eben. Was hier fehlt, ist ein bisschen Optimismus. Ey, das Blech ist doch viel zu dünn. Hat doch keinen Druck auszuhalten. Das soll doch nur ein bisschen abdichten. Sag mal, weißt du eigentlich, wieso dieses Zeug, wie heißt das noch? Toluylendiisycyanat. Toluylendiisycyanat, wieso das gekühlt gefahren werden muss? Um frisch zu bleiben oder fest oder gasförmig oder flüssig. Ich meine, die Frage ist doch, was passiert, wenn es nicht gekühlt wird? Es vergammelt. Los jetzt, ich will das hier dicht machen und will die Prämie. Es vergammelt, gut. Es vergammelt oder es wird fest oder es wird flüssig. Oder gasförmig oder explodiert. Das wollte ich sagen. Wie war das nochmal mit deinem Optimismus? Er schwankt. Hier ist das Blech. Hast du mal ein paar Münzen? Hast du die Nummer? Ja, kluge Mann baut vor. Hey, die Paste! Früher wäre das alles so einfach gewesen. Da hätte ich vom Truck aus telefoniert, aber das Telefon war dir ja zu teuer. Ich denke, dir war es zu teuer. Mir? Ich hätte noch eine Fernsehtruhe im Chippendale-Stil eingebaut. Und wer wäre dann gefahren? Hola. Aquí, Franz Meerstong from International Transports. Can I please speak with Senor... Schade. Or the Ingenieur? Not there? Can you please give me another specialist? Un, por favor, un especialista. We have problems with the cooling system. My question is, what will happen when the cooling system does not work anymore? Mach hin, Franz, bin fertig. Ja, glaubst du, ich höre hier die Sportnachrichten oder was? Hallo? No, no comprende. Por favor, un especialista. Yo no, no especialista, no. Sí, we are nearly of Almería now. Please. But, yeah, we have to be hurry. Rapido, capito?
Okay, make a noticia. Okay. Bin gespannt, was die auf ihren Zettel schreibt, das Huhn. Hey! Vielleicht war dein Spanisch auch nicht so die erste Sahne. Ach, das gibt's doch nirgendwo. Nicht mal in der DDR, dass bei einer Joint-Venture-Firma die Sekretärin kein einziges Wort Englisch spricht. Dafür sprechen die anderen alle Deutsch. Ja, aber mit denen konnte sie mich komischerweise nicht verbinden. Ich will wissen, was mit dem Zeug da hinten drauf passiert, wenn das heiß wird. Das ist mein gutes Recht. Wird schon schief gehen. Die Paste wird ja wohl eine Weile halten. Weißt schon. Boah. Vielleicht, was sagt die Karte, Franz? Auf der Karte ist von der Gabelung nichts zu sehen. Danach geht's immer auf einer Straße weiter. Lass dir ruhig Zeit, wir haben erst 10 minus. Ja, hier, guck dir's selber an. Von der Gabelung ist nicht die Rede. Sonst hin, außer rechts. Die Straße links führt in die Berge und die Richtung stimmt auch eher. Wir haben den Mischer wieder intakt. Das Auflösungsmittel braucht dann nur noch zugeführt zu werden. Wird eine Stunde dauern und dann ist der Kunststoff wieder flüssig. Und wie lange bleibt es auflösbar? 12 Stunden maximal. Was passiert, wenn der Tankzug aus irgendeinem Grund zu spät kommt? Dann wird uns die Auflösung nicht mehr gelingen. Was bedeutet, dass die gesamte Anlage der Produktionsstraße zerstört ist? Das bedeutet es. Wenn das passiert, können wir schließen. Der Aufbau einer neuen Produktionsstraße dauert 2 Monate und kostet 14 Millionen Dollar. Dabei habe ich den Abriss der alten Anlage gar nicht einkalkuliert. Nein. Also wenn das passiert, sind wir fix und fertig. Dann können 112 Leute zu Hause bleiben. Wir sind in der Hand von 2 Lastwagenfahrern. Kommen die pünktlich, ist alles in Ordnung. Kommen die zu spät? Warum sollten sie? Gibt's Probleme? Nein, nein, die fahren. Wir haben eben gerade durchgerufen. Nach meiner Berechnung müssten die in 5 Stunden spätestens hier sein. Dann wird es keine Probleme geben. Wie hoch ist die Toleranz? Bei der Temperatur, meine ich. Das ist Chemie, keine unbezahlten Rechnungen. Da gibt es keine Toleranz, da wird nicht gestundet. Aber das wissen Sie doch selbst, das habe ich Ihnen 10-mal gesagt. 40 Grad Celsius ist das Maximum. Dann geht das Zeug in die Luft. Immer. Was ist los? Ist irgendwas mit der Kühlung im Tanker? Haben die etwa deswegen angerufen? Ja, irgendwas mit dem Kühlsystem. Aber meine Sekretärin war gerade beim Zahnarzt und ihre Vertretung kann nur Spanisch und hat sie nicht durchgestellt. Wenn die Kühlung nicht funktioniert, dann geht die Temperatur in 0, nichts hoch. Die fahren in der Mittagssonne. Der ganze Laster ist eine einzige Bombe. Aber wir brauchen das Zeug. Die können sich jetzt nicht unterstellen und bis zum Abend warten. Außerdem kann ich sie gar nicht erreichen. Sie müssen sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Sie können doch die Verantwortung nicht allein tragen. Daran habe ich auch schon gedacht. Die könnten sie auch eskortieren, da geht's schneller. Aber wie erkläre ich denen die falschen Frachtpapiere? Vielleicht nehmen sie uns ab, dass es ein Versehen war. Schlimmstenfalls war es grobe Fahrlässigkeit, das nehme ich auf mich. Aber wenn das Zeug explodiert und die fahren gerade durch bewohnte Gegend, ohne mich, verbinden Sie mich mit der Polizei. Ich
anders hier los? Hola, ¿qué pasa? Somos alemanes. Deutsch, Notfall. Ich Arzt. Ambulanz hat defekt an Motor. Ah. Im Wagen ist Frau und krankes Kind. Operation, Blindarm, sehr eilig. Ja, wie können wir helfen? Diese Straße geht zum Militärgebiet. Kind soll, wohin du kommen? In so Klinik, 48 Kilometer. Sagt er was von der Militärzone? Die ist laut Karte viel weiter nördlich. Kind muss es stemmen, wenn wir kommen, nicht ganz schnell in Klinik. Hat er denn keinen Funk? Keinen Funk, es geht nicht. Ich sehe mal nach, vielleicht kann ich Ihr Auto wieder in Gang bringen. Fahrer sagen, Motor kaputt. Herr gute Mechaniker, ich ihm geschickt zurück, Hilfe holen. Fahr mal dich da ran, vielleicht kriegen wir den mit Starthilfe wieder flott. Okay. Nein, nein, kein Kabel, eine Pistole ist kaputt. Ach, lass ein, Franz. Kolben kaputt. Ach, na Mensch, bis der Kolben drin ist, ist der Junge beerdigt. Weißt du was, dann schleppen wir den Wagen einfach ab. 48 Kilometer zurück, was wird denn da aus unserer Pampe? Senor, es ist weit kurz weg, ist nur 8 Kilometer. Das klingt schon besser. Also abkoppeln, ja? Und die Abkürzung fahren. Ach, gracias, gracias. Also, Doktor, wir hängen den Krankenwagen jetzt hinten an unsere Zugmaschine. Der Junge kann liegen bleiben und Sie setzen sich zu ihm. Sie fahren auf diese Straße bis zur nächsten Kreuzung. Dann halten, ich erkläre weg. Mein Kollege fährt den LKW. Ich komme dann zu Ihnen in den Krankenwagen. Más tranquilo, tenía ganas ya de verte, hombre. Mira, estos señores ahora nos van a llevar a un sitio precioso. Vas a ver cómo todo te ha ido estupendamente. Hier soll ich wirklich runterfahren? Ja, hier gut. Fallen Sie denn weg. Und das soll besser sein als die Hauptstraße? Besser nicht, aber kürzer. Da wird der Junge aber ganz schön durchgeschüttelt. Krankenwagen, gute Federn. Kommen die Straße bergab. Bitte, langsam. Ja, sowieso. Doktor, Moment mal. Sie sind doch ein Studierter, haben Ahnung von Chemie und so. Hm? Lesen Sie doch mal dieses lange Wort hier vor. Toluylendisisyanat. Genau. Wir haben nämlich Probleme mit der Kühlung. Was passiert denn, wenn das Zeug warm wird? Wenn wird warm, wird fest, geht kaputt. Das ist alles? Sie nicht, keine Angst. Ganz sicher? Absolut. Stifte tranquilo. Na, ist ja schon mal was, ne? Dann auf geht's! Günther, fertig? Danke. Ist ja eine schöne Abkürzung. Hey, Franz. Was ist los? Geht's nicht weiter? Ende der Fahnenstange. Kannst ja mal herkommen und mir sagen, was ich machen soll. Na, das Ding beiseite fahren, die Sache hat sich. Na dann, mach mal. Ach, kein Schlüssel drin. Dann macht der Fahrer hier irgendwo Siesta. Die kann in der Gegend 3-4 Stunden dauern. Kurz schließen kann ich auch nicht. Komm nicht an die Kabel ran. Na dann. Dann müssen wir die Kneipe suchen, wo der sich die Paella reinschiebt. Dazu haben wir keine Zeit, Franz. Der Junge wird beschissen. Ja, dann müssen wir hier durch den Schotter. Qué pasa? ¿Por qué hemos parado? Nada, no pasa rein. Hier durch, mit dem Krankenwagen hinten dran geht nicht. Siehst doch selbst. Ja, dann muss der Krankenwagen da stehen bleiben. Ich rede mal mit dem Arzt. Doktor, wir holen den Jungen zu uns nach vorne in die Kabine. In den Kamion? Ja, in den Kamion. Den Krankenwagen lassen wir hier. Vamos enseguida para allá. Cógete bien, cógelo así. Vale. Pasa adelante, corre. Corre, pasa adelante. Tranquilo. Pasar que voy a abrirte enseguida. Ay, Dios mío, este frío, pero vamos aquí a joder. Vamos, corre, dámelo. Dámelo. Ah, sí, ya lo tengo, ya.
fertig. Komm, ich mach weiter. Ja. Okay. Sehr schnell. Blinddarm bricht bald durch. Wir tun, was wir können, Doktor. So gut es im Flussbett eben geht. Gleich kommen auf keine Straße, aber gute Straße. Dann noch sind 3 Kilometer zur Nationalstraße und 2 ins Hospital. Alles gute Straße. Ja, wunderbar. Komm, mein Junge, wir hängen doch alle am Leben. Coronel. Este carro tanque no estaba acá el día de ayer. La ambulancia estaba más allá, cerca del acotamiento. ¿Dónde se habrá ido? ¿Qué hacemos, mi coronel? ¿Cómo que hacemos? ¡Vamos, deprisa! Ja, ja, deswegen rufe ich an. Wir sind hier in Gabia La Chica, im Krankenhaus. Ja, ging nicht anders. Erkläre ich Ihnen später. Ja, ja, eine humanitäre Geschichte. Was ich fragen wollte, wie viel Zeit haben wir denn noch? Bis zur was? Bis zur Explosion? Sie meinen wohl, da könnte ich drüber lachen, was? Ja, ja, ja. Lieber Senior, jetzt will ich Ihnen auch mal was sagen. Ich verstehe ja, dass Sie Ihre Pampa haben wollen, so schnell wie möglich. Ich verstehe auch, dass Sie Druck ausüben wollen, aber nicht mit diesen Methoden. Zufällig weiß ich von einem Fachmann, einer Koryphäe, dass das Zeug sich nicht entzünden kann. Comprende? Nee, 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 nee. Sie brauchen uns gar keinen Schrecken einzujagen. Wir schaffen das auch so. Was? Sagen Sie das nochmal. Sie haben Nerven. Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich auch nicht. Weil ich erstmal mit meinem Kumpel darüber nachdenken muss. Ich bin nicht so schnell und so schlau wie ihr. Ende. Hier sind noch 25 Peseten drin. Franz, guck mal hier. Auf der Karte kann man es ganz deutlich sehen. Wir sind einfach zu früh abgebogen. Die Straße da, die geht zum Militärgelände. Wenn wir jetzt auf der 342 bleiben, dann fahren wir ein bisschen über Schotter, dann geht's normal weiter. Unser Tanker ist eine Bombe. Was? Ja, er kann hochgehen. Und wir haben die Polizei auf dem Hals. Was los? Um schnell eine Transportgenehmigung zu kriegen, haben die Typen die Frachtpapiere gefälscht, verstehst du? Wir haben nicht deine finnische Tussi im Tank, sondern eine Chemikalie, gegen die Dynamit der reinste Silvesterkracher ist. Ab 40 Grad geht das Zeug hoch und wir sitzen in einem Krater so groß wie Schwabing. Kannst du es nochmal ganz langsam? Günther, die haben die Polizei schon verständigt. Die sollen uns eskortieren, angeblich nur durch unbewohntes Gebiet. Und? Sollen wir das etwa mitmachen? Ich sag nein, mir ist das einfach zu gefährlich. Verdammt noch mal, was denken die sich eigentlich, uns so ein Ei zu legen? Vielleicht ist der Auflieger schon hochgegangen, also mir wäre es am liebsten. Ist ja nicht schlimm, ist auf Militärgebiet. Sind Explosionen gewöhnt. Eben. Sind
Habt ihr dagegen eigentlich versichert? Der Tag, meine ich? Die Fracht ist falsch deklariert. Da läuft gar nichts mit Versicherung. Also, ranpirschen und sehen, wie hoch das Thermometer ist. Alles gut. Junge wird gerade operiert und okay. Vielen Dank für Hilfe. Vielen Dank. Muchas gracias. Wir kommen in den Himmel. Das ist uns Dank genug. Tschüss, Doktor. Bitte sagen mir euren Namen, bitte. Er ist Franz Merstong. Ich bin Günter Villas. Wir müssen jetzt los, Doktor. Adios. Vielen Dank. Muchas gracias. Unsere Landung kommt bald über. Ganz schön verrückt. Hier, du fährst, niemand zwingt dich. Ich lass dich doch nicht allein mit einer Bombe in der Gegend rumfahren. Ah, du passt ein bisschen auf mich auf, Papi. Ich bin gerührt. Kann's auch sein, mit dem Zeug im Rücken. Hast du die Strecke? Also, wenn die Karte stimmt, kommen wir um alle menschlichen Ansiedlungen rum. Wenn sie nicht stimmt? Dann fahren wir in den nächsten Wald. Explodieren dort in aller Stille. Da kommt ja schon unsere Eskorte. Hey, wieso fahren die vorbei? Ja, das war keine Polizei, das war Militär. Hast du den im Jeep nicht gesehen mit dem Konfetti? War ein General oder sowas? General hat mal grundsätzlich Biesen an den Hosen. Was machen Sie denn da, um Himmels Willen? Fragen Sie nicht, helfen Sie lieber. Warum haben Sie sich denn keine Arbeiter dafür geholt? Soll die ganze Firma wissen, was los ist? Woher wollen Sie wissen, dass das Kühlaggregat passt? Ich weiß es nicht, aber probieren muss ich es noch. Warum überlassen Sie die Sache nicht der Polizei? Die müsste Sie inzwischen schon eskortieren. Wir können auch nur die Köpfe einziehen, wenn das Ding hochgeht. Ich habe noch mal mit dem Wetteramt telefoniert. Es wird noch heißer. 36 Grad im Schatten. Außerdem fühle ich mich verantwortlich. Ich hätte einfahren müssen, dass sowas passieren kann. Sollten die noch mal anrufen, dann sagen Sie ihnen, ich versuche noch vor Guerdi bei Ihnen zu sein, um das Ding einzubauen. Wenn Ihnen der Tanker unter den Händen explodiert? Bewahren Sie mir in der Firma ein ehrendes Angedenken. Als Märtyrer des Joint Venture. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Und viel Glück, Schröder. Kann ich allerdings brauchen. Perfekter Service. Die machen ja ganz schön Dampf, die Jungs. Wenn wir über den Pass sind, dann geht's runter nach Granada. Wie viel Grad? 11 plus. Schöner, warmer Tag heute. Bin gespannt, wie die uns um Granada rumlotsen wollen. Die Umgehung habe ich noch nie gesehen. Frag doch mal über Funk die Bullen, alter Spanier. Hola, hola, policía. Hola, escorta, hola. Ist doch kaputt. Es muss immer alles zur gleichen Zeit kaputt gehen. Das ist ein Gesetz. Wo steht wieder die Antenne? Guck ich nachher nach. Also wenn wir so weiterfahren, dann kommen wir in die Stadt. Ach, wo? Die sind doch extra dazu da, um uns um die Stadt rumzuführen. Der wird schon abbiegen. Denkt er ja gar nicht dran. Was hat denn der vor? Ich glaube, das kann ich dir sagen. Da vorne gibt es noch zwei Möglichkeiten. Einmal links rum, das wären 200 Kilometer mehr für uns. Da kommen wir nie an. Und einmal rechts rum, das wäre erheblich kürzer. Aber ich garantiere dir jetzt schon, der wird uns links rum losen. Soll der Blödsinn? Ja, links kommt die Provinzgrenze zu Granada. Da ist er nicht mehr zuständig. Da übergibt er uns seinem Kollegen. Soll den anderen das Zeug um die Ohren fliegen. So läuft der Hase. Wir sind ja auch bei 12 plus. Hallo,
einfach rechts rum. Wir werden schon sehen, was passiert. Das kann ich dir sagen. Die kommen hinterher. Da sind sie schon. Ese camino es más largo. No me discuta y siga no. Es una orden. Jetzt kommt er mit Befehlen, Franz. Estamos muy tarde. Y entramos más al sol. Ya tenemos 20 grados. Lo siento, pero son órdenes de la comisaría. Solo pueden transitar por carreteras locales. Si no obedecen, los vamos a arrestar. Und jetzt wird pampig. Will uns verhaften, wenn wir seinem General nicht gehorchen. Alpha Chemie ruft Meerstunk und Villas. Alpha Chemie ruft Villas und Meerstunk. Ist ja komisch, wa? Bei uns repariert sich alles von selber. Hier will es. Alpha Chemie kommen. Da seid ihr ja endlich. Ich bin der Chefingenieur von Alpha Chemie. Seit Stunden versuche ich euch zu erreichen. Ich habe ein neues Kühlaggregat. Wo seid ihr? Auf der N334 bei Kilometer 268. Wie viel Grad habt ihr im Tank? 20 plus. Nur keine Panik. Wir sind ganz ruhig. Sagen Sie das mal lieber Ihrer Giftbrühe da hinten und der Polizeieskorte. Die will uns nämlich so nach Sevilla führen, dass wir dabei 2 Stunden verlieren. Wie gesagt, nur keine Panik, das kommt uns sehr entgegen. Ich stehe hier bei Kilometer 282. Am besten warte ich hier auf euch. Over. Roger, Ende. Señor, recibimos otro generador en Kilometro 100. Okay, vamos. Está bien, vamos. Also, wenn das neue Aggregat wirklich passt, gehen wir erstmal schön essen. Ob du einen lassen kannst. Meerstunk, bitte kommen. Villas, Meerstunk, bitte kommen. Villas, 21 Grad, weniger wird's nicht. Also, die, wissen Sie, die Sache da mit den Gefälschungen? Ja, ich weiß, Sie haben vollkommen recht. Ich bitte um Entschuldigung. Vielleicht helfen wir erstmal beim Einbau. Das ist es. Entweder wir schaffen es, das Ding in 30 Minuten einzubauen, das oder wir brauchen wir gar nicht erst zu versuchen, das passt nicht. Wieso? Die Zuleitungen hier sind einen halben Zoll stark. Da oben haben wir den doppelten Durchmesser. Das gibt's doch nicht. Das gibt's. Gucken Sie sich selber an, bitte. Sie haben recht. Wissen Sie, was das heißt? Sie haben jetzt noch plus minus 2 Stunden, um nach Sevilla zu kommen. Das schaffen wir auf der Strecke nie. Ja, dann lassen Sie den Tank am besten gleich hier in der Landschaft stehen und laufen weit weg. Ach was, dazu haben wir immer noch Zeit. Wer schaltet die Bullen aus? Ich gehe erst mal pinkeln. ¿Dónde va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nix que pasa. Der Mann muss mal pinkeln. Caballeros, por favor, cagar. Montage, Montage, Aggregat, Rio. Moment. Opa. Oh, alle Mann an. Gut. Gut. Bauen das Ding jetzt ein. Aber nur zum Schein. Abajo, abajo, caballeros. Gracias. Oye, Diego, regresa a la comisaría. Está bien.
Schlafzimmer, Schlüssel mal? Ja, ist einer. Okay. So. Bei den Bullen ist erstmal Funkstille. Du verstehst, was ich meine. Jetzt verstehe ich. Das reicht aber nicht, Günther. Keine Frage, nee. Den Rest besorg ich, die kommen hier nicht weg. Okay. Caballeros, Maschine passt nicht. Muss zurück. Atrás. Señores. Por favor, Caballeros. Oh, gracias. Finden, sind wir geliefert. Du hättest denen auch noch die Zündung rausreißen sollen. Bin ich verrückt und gehe in den Knast? Den Transistor sollen die mir erst mal beweisen. Nee, fürs Grobe ist der Herr Chefingenieur zuständig. Er hat uns die Suppe mit seinem gefälschten Dynamit eingebrockt. Soll er sie auch auslöffeln. Hat er ja auch gemacht. Ja, muss ich zugeben. Hat sich tapfer gehalten. Sag's mir lieber nicht. Ich will's erst wissen, wenn's auf 39 geht. Da hast du noch einen Augenblick Zeit. Sagen Sie mal, gibt's noch keine Nachricht von Ingenieur Schröder? Dass ich nach Afrika ausgewandert bin. Zum Donnerwetter sagen Sie, was Sie wollen. Aber stellen Sie Schröder sofort durch, wenn er anruft. Militär? Ach du Scheiße. Nein, verbinden Sie mich mit ihm. Das ist schon alles egal. Naja, läuft gar nicht schlecht bis jetzt. Was du nicht sagst. 28 Grad mit steigender Tendenz. Trotzdem, wenn es so weitergeht, schaffen wir es. Wir dürfen bloß nicht stehen bleiben. Der Fahrtwind ist unser letzter Freund. Und du glaubst, die Bullen haben sich schlafen gelegt? Guck mal, was da kommt. Sag mal. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hey, das ist doch Militär. Die Luftwaffe auf uns angesetzt, oder was? Kann das sein? Die landen hinter uns. Begreife ich nicht. Ich glaube, ich begreife das. Die blockieren den Rückweg. Und wir sitzen in der Falle. Du wirst sehen, das nächste, was kommt, ist eine Straßensperre. Scheint irgendwas nicht geklappt zu haben mit der Straßensperre. Sind wir noch mal davongekommen? Ich warte noch auf das dicke Ende. Schicke noch nicht umsonst einen Hubschrauber los. Gib mir mal das Ding. Was denn jetzt vor? Hört mich hier jemand in der Gegend, der Deutsch spricht? Auf den Besten. Hallo, hört mich hier jemand, der Deutsch versteht? Ja, ich verstehe dich. Wo bist du, Kollege? Hier spricht Franz Meersdonk, auf dem Weg nach Sevilla.
Wir sind auf der N334 am El Araal passiert. Hallo Franz, da ist der Helmut Steinbach aus Innsbruck. Auch unterwegs nach Sevilla. Was ist denn los? Hallo Helmut, grüß dich. Wir haben es eilig und wollen wissen, wie es auf der Strecke aussieht. Schlecht, sehr schlecht. Bei El Cali ist eine Polizeisperre. Die halten alle Lastwagen an. Ein Riesenstau, sag ich dir. Und bis dorthin ist alles frei? Ja, schon. Und nach der Kontrolle auch wieder. Aber die kostet dich mindestens 30 Minuten. Danke, Partner. Das hilft uns sehr. Wir werden die Sache umfahren. Wie denn? Du weißt doch hoffentlich, dass die Brücke auf der alten Straße bei Marina höchstens 10 Tonnen trägt. Alles klar, Partner. Vielen Dank. Over. Wie soll das gehen? Wenn eine alte Brücke auf 10 Tonnen begrenzt ist, dann hält sie höchstens 12 aus. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir das Zeug in die Luft gehen lassen? Ich wusste doch, dass er wieder zurückkommt. Fahr schon zu, den sehen wir gar nicht. Was macht er? Der haut wieder ab? Er weiß auch nicht, was er will. Er weiß, was er will. Zumindest weiß er, was er nicht will. Und recht hat er. Du sprichst den Rätsel, Franz. Der will nicht zu nah an uns dran sein, wenn wir hochgehen. Das leuchtet ein. Logik. War schon immer meine Stärke. Franz, geh rüber und warte auf mich. Dann müsste ich aber meine Zahnbürste und den Rasierpinsel mitnehmen. Fahr schon. Steig aus. Ich weiß nicht, ob die Brücke hält. Es reicht ja, wenn die Pampe wird heiß. Du wirst schon sehen, was du dafür hast. Pájaro verde llamando a mamá. Objetivo localizado en sector beta. A una velocidad normal con dirección a su meta. Bloqueo ok. Bloqueo ok. Objetos perseguidores out. Objetos perseguidores out. Oh, pájaro verde, muy bien hecho. Se jodió la policía. Oye, entonces, a la hora convenida, paso por mí a la fábrica. ¿Ya? Fuera. Entendido. Cambio y fuera. Wenn uns die Bullen nicht jetzt noch ein Bein stellen, sind wir in 20 Minuten da. Da hast du den Salat, wenn man vom Teufel spricht. Das sind keine Bullen, das ist Militär. Ich frag mich, was haben wir mit denen zu tun? Herr Villa? Nee, das ist er da. Ich heiße Mester. Was ist los? Firme. Sígame de inmediato, ¿me entiende? Claro. Man muss wissen, wann man verloren hat. Okay. Alles umsonst und so kurz vor dem Ziel. Noch ein paar Kilometer und wir hätten es geschafft. Knapp vorbei ist auch daneben. Wie viel Grad? So um die 35. Wenn wir Pech haben, fliegt uns der Mist schon vorher um die Ohren. Hey, der dreht ganz schön auf. Soll uns recht sein, ne? Können wir auch. Weißt du was? Der schickt uns gar nicht in die Wüste.
Das ist der Weg zur Kunststofffabrik. Ja, sieht so aus. Klar. Hier links die Bahn entlang. Du, das ist unsere Strecke. Ich glaube das erst, wenn wir da sind. Wie viel Grad? Geht auf 36 zu. Wird's ja auch so komisch? Komisch? Du bist gut. Ich hab Schiss in der Hosen, schon den ganzen Tag. Wenn mir noch mal Haare wachsen, werden sie schlohweiß sein. Sie sind gleich da, keine Sorge. Alles andere müssen ihre Leute machen. Ich will nur die beiden fahren, verstehen Sie? Wenn die jetzt kommen, müsst du es schaffen. Da sind sie ja. Sofort was auf den Dank und Ablasseinrichtung anbringen. Okay. Jetzt haben sie uns beim Kantehaken. Aber gewonnen haben trotzdem wir. Ja, hinten, wir haben gewonnen, Herr Biller. Nein, haben wir Glück gehabt. Und das geben Sie einfach zu. Nein, ich heiße Meerstong. Er heißt Biller. Übrigens, die letzte Eskorte war gut, war okay. Ihr Arbeit jetzt machen andere Leute. Sie sind mein Gast, verstehen Sie? Ja, ja, ich verstehe. Die spanischen Gefängnisse sind ja berühmt für ihre Gastlichkeit. Schönen Dank, General. Nein, Senor Meerstong, ich will Sie nicht festnehmen und einsperren. Meine Frau möchte Sie unbedingt kennenlernen. Das gehört mich nicht diesmal. Aber Sie dürfen mir das nicht abschlagen. Mein Sohn und meine Schwiegertochter werden heute Abend auch kommen. Die wollen ein kleines Fest zu ihren Ehren geben. Ein kleines Fest? Ja, bloß. Ja, ja, so wie wir aussehen. Das ist ja nett mit der ganzen Familie, aber. Leider nicht die ganze Familie. Aber mein Enkel wird auch bald aus Krankenhaus entlassen. Er lässt Sie sehr herzlich grüßen. Wir sind alle sehr dankbar. Ach, der kleine Junge mit dem Blinddarm ist Ihr Enkel? Ja, mein Lieblingsenkel. Kommen Sie. Also war sein Appendix unsere Rettung. Wieso? Hatte denn der was am Appendix? Ich denke, der hatte was am Blinddarm. Ist doch Appendix. Problem. Ach komm, hör mit diesen pornografischen Sprüchen auf. Macht hin! Sonst kriegen wir den Kunststoff nicht mehr flüssig. Haben uns Ihre Leute also die Polizei vom Hals gehalten? So konnte man sagen. Es ist etwas kompliziert hier mit der Zuständigkeit. Militär? Trickst Polizei aus? Ja, so geht's. Also wenn man Freunde hat. Ja, ja, mit Wiesen an den Hosen. Was sagen Sie? Ach, gar nicht hinhören. Der redet den ganzen Tag so ein dummes Zeug. Appendix, Asterix. Die zwei sind wirklich gut. Ich glaube, die sollten wir öfter für uns fahren lassen. Aber das nächste Mal bitte ohne gefälschte Frachtpapiere. Hast du noch nie gesehen, weißt? Noch 2 Grad mehr, wir hätten Sevilla auch ohne Hubschrauber von oben gesehen. Im freien Flug. So ist es aber schöner.